fing damals die Story an. Von Buffalo, Dooley und von Blackie Dan. Keiner war schneller als diese zwei. Und sie schossen niemals an dem Ziel vorbei. Leider waren beide in Jean verliebt. Sie war so schön, wie es selten nur gibt. Dooley traf Danny mitten in der Stadt. Da geschah, was man längst erwartet hat. Sie schrie der Dan und er blieb sofort stehen. Sie schrie der Dooley, als er Dan hat gesehen. Sie zischte Dan und er stand ganz salopp. Sie brummte Dooley, jetzt beginnt gleich mein Job. Und es war alles ganz mäuschenstill. Fast konnte man hören, wenn eine Nadel fiel. Jeder wusste, wenn er sich bewegt, dass ein Stück Blei in die Beine ihm fehlt. Sie schrie der Dan und er stand steif und stur. Sie schrie der Dooley und er lächelte nur. Sie schrie die Jean, fang doch endlich mal an. Das war das Zeichen und der Kampf begann. Plötzlich war dann Schluss, das hätte keiner geglaubt. Zwei Dutzend Pferde lagen rum, ganz verstaubt. Fenster zertrümmert und alles lediert. So als wäre eine Bombe in der Stadt explodiert. Und mitten auf der Straße aus dem Staub und dem Dreck krochen zwei Cowboys und das ist der Gag. Dooley und Danny waren unversehrt. Sie stierten sich an und sie schrien empört. Vorbeigeschossen!